Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Server-Update von dem CraftNoob-Server. Das Neue in diesem Server-Update ist der Spawn. Kleinen Moment. Okay. Diesen Spawn hier kennt ihr ja bestimmt alle, die schon auf dem Server waren oder schon das erste Video gesehen haben. Das ist jetzt sozusagen der alte Spawn. Ja. Normalerweise waren hier die Portale, da habe ich jetzt nur noch ein Portal. Und hier war dann der Ausgang. Und hier war das direkt in der Hauptstadt. Okay, ich zeige euch jetzt den neuen Spawn. Ich gebe einfach ein /spawn, wie auf jedem Server. So, und hier sind wir jetzt an dem neuen Spawn. Also, hier kommt man halt an. Hier steht dann halt Infos und Regeln. Regeln und Infos. Man sollte sich am Anfang immer gleich die Regeln durchlesen. Die sind jetzt zwar nicht so wichtig, aber naja. Hier stehen dann auch noch, was passiert bei einem Verstoß. Hier drüben sind dann halt die Infos aufgereiht. Hier alle. Also hier zum Beispiel die Admins, die Security-Personen und so. Hier sind dann noch andere Infos, wie man zum Beispiel Chests sichern kann oder so. Außerdem sind hier noch die Warps gelistet. Okay. Da gehen wir jetzt mal in das Erdgeschoss des Spawnhauses. Hier sind auch noch Informationen, wie man die Ränge erwerben kann. Mit einem kleinen Brunnen hier. Und hier sind auch noch Informationen, was die Ränge dann speziell können. Zum Beispiel Admin, können beliebige GS haben, können Kicken bannen und so weiter. Okay, wenn man aus dem Spawn kommt, kommt man hier direkt zu so einem kleinen Supermarkt, könnte man sagen. Hier gibt es dann halt wieder Sachen zu kaufen, wie Holz, also nicht viel, das ist nur eine kleine Auswahl. Ich mache mal kurz Tag. So, der Spawn ist in einer Burg gebaut. Hier sind zwei schöne Häuser noch. Hier soll eigentlich noch was hingebaut werden, nur mein Admin weiß noch nicht was genau. Okay, außerdem haben wir jetzt das Jail aktualisiert, also das Gefängnis. Ich zeig's mal kurz. Hier, das haben wir jetzt nur 4 Zellen bis jetzt gemacht. Die sind da unten, das sind die Verliese. Hier steht dann da, wer da drin ist, wie lange er drin ist. Zum Beispiel dahin steht jetzt Bedlock in vor 1 Minute, also 1 Minute vor Test. Da habe ich gerade was getestet. Ja, hier kann man dann reingehen. Also für Besucher hier. Ja. Und ja. Hier sind dann die Zellen da unten. Da steht dann auch noch ein Schild, da ist auch noch ein Schild, da sieht dann der Sträfling, wie lange er drin ist, warum, etc. Außerdem gibt es jetzt ja keinen Portalraum mehr, sondern sozusagen eine Portalallee. Oder Passage, das ist ja egal. Hier halt mit der Craft Desert, Abbauwelt, hier geht es dann zur Hauptstadt. Da sind wir dann wieder hier, am alten Spawn. Und hier. Außerdem haben wir bei dem Spawn auf der Map gleichzeitig noch eine Hall of Fame gebaut. In der Hall of Fame, da werden dann halt die Skins der Owner, Admins, Security alle nachgebaut. Und wir haben schon angefangen. Es ist jetzt noch nicht so weltbewegend. Erstmal die Welt generieren lassen. So, also hier steht dann Willkommen in der Hall of Fame. Hier siehst du die Admins und den Owner +++. Hier sind jetzt die derzeitigen zwei Security Mans. Das ist Rocketman 99 und das ist der Mod. Hier steht das dann auch alles unten noch da, wer es gebaut hat. Also ich habe sie gebaut und ja. Hier hinten kommen wir dann zu den Admins und den Owner. Also, wie gesagt, das bin ich. Der Owner. Hier, so sehe ich aus. Vergleich dazu hier. So. Und das sind halt die Admins. Das ist Robert, also Robolel, Mulch, Alex heißt er. Das ist Martin, A Weapon. Und das ist Tim, Timmy Boy, XD. Gut. Das war's jetzt erstmal mit dem Server-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Server-Update und tschüssi!